Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Banjo-Kazooie. Ja, im letzten Part sind wir hier eigentlich ganz gut vorangekommen, aber wir dürfen nicht Schlitten fahren. Voll dumm. Achso, nee. Ich wollte gerade meckern, weil er nicht gegen uns fahren will. Obwohl er gesagt hat, dass er niemanden zum Fahren hat. Aber nee, das liegt ja daran, dass wir zu fett für den Schlitten sind. Deswegen dürfen wir nicht mit ihm fahren. So. Man kann zwar, glaube ich, einfach rüber irgendwie, aber hier müssten doch irgendwo Schuhe sein, oder? Nicht? Aber man kann fliegen. Oh. Wo kann man hier als nächstes fliegen? Ich habe keine Lust zu suchen, aber ich sollte nicht zu risky spielen, weil sonst bringe ich mich noch wirklich um. Also, Game Over sind wir ja schon gegangen vom Papa. Nicht wahr? Ich sollte vorsichtiger spielen. Wasser! Oh. Warte mal. Ach so, das ist das Falsche. Ich habe gerade überlegt, ob es möglich ist, vor ihm in der Höhle anzukommen. Wenn man die Schuhe zum Beispiel anzieht, aber das gibt's hier leider nicht. Schade, schade. Das war witzig und interessant zu wissen. So, jetzt können wir fliegen. Und wir fliegen erstmal zu. Yeah. Zu Mumbo Jumbo. Ein Leben, ein Leben, ein Leben. Ja, auf dem Rückweg gibt es natürlich Schuhe. Muss es geben, weil 15 brauchen wir. Okay. Hier ist endlich mal ein Jinjo. Und Noten. Okay, zwei Jinjos haben wir. Aber Jins. Ach, shit. Jinzos. Von Yu-Gi-Oh! Wisst ihr. Der Fallen. Vernichter. Uns fehlen noch 9 Noten. Und die sind im Wasser. Cool. Aber wo sind die Jinjos? Ich habe keine Ahnung. Banjo jetzt ganz dick und große Zähne haben. Hohoho. Hat er den Weihnachtsmann nachgemacht? Nein, wir sind jetzt ein kleines Walross und wir können springen und sonst gar nichts. Doch, wir können im Eiswasser überleben. Aber wo waren die Noten? So, jetzt können wir auch gegen Boggy antreten. Denn er wollte einen kleineren Gegner. Jetzt sind wir kleiner und fett. Klein und fett sind wir jetzt. Plansch, plansch. Ich bin ein Walross. Plansch, plansch. Das Problem ist, hier muss man ein bisschen näher rangehen, um zu sehen, dass da wirklich Noten sind. Falls da wirklich Noten sind. Ich glaube, ein Jinjo war nicht unter Wasser. Wo sind die Jinjos? Ist hier irgendwas? Ja, ich glaube, ich noch nie. Ah ja. Ja. Ich bin noch so 100-mal dran vorbeigelaufen. Wo sind die Noten? Da ist vielleicht. Also, da ist auf jeden Fall was im Wasser, aber ich weiß nicht, was. Ich weiß nie, was im Wasser ist. Oder war da was im Wasser? Ja, Eier. Schon wieder Eier. Mumbo-Schädel würde ich gerne einsammeln. Aber nein, gibt's hier nicht. So. Wir sind so langsam. Wir sind so langsam. Die Federn sammle ich auch mal ein. Ihr wisst ja, wir brauchen viel. Also jetzt vielleicht nicht mehr so hier dringend. Aber insgesamt. Hä? Hier ist gar kein. Insgesamt brauchen wir auf jeden Fall wieder welche. Spätestens, wenn wir das Level verlassen halt und mal suchen. Zum Beispiel die Wüste. Ich
verrate euch ein Geheimnis. Da kann man auch fliegen. Und muss man sogar fliegen. Und deswegen brauchen wir Federn. Wo sind die Noten? Wo waren die Noten? Wo? Hey, wir sind doch wieder hier. Hä? Ich bin noch einmal im Kreis gelaufen. Wie kann ich die Noten verpassen? Die im Wasser waren. Platsch, platsch. Wir sind schon wieder hier. Platsch. Ich habe nicht drauf geachtet, wo das war. Sonst gehen wir erstmal weiter und gucken dann. Wir wollen erstmal Schlitten fahren, nicht wahr? Wo war das mit dem Schlitten? Oder ist hier irgendwas? Achso, hier sind noch mehr. Hier sind noch mehr, ja. Wir haben sie. Und ich glaube, das sind auch 9. Und dann heißt das, wir haben alle und wir dürfen jetzt sterben, wie wir wollen. Die Puzzleteile bleiben ja eingesammelt. Ja, alle Noten. Yeah. Okay. Direkt vom Mumbo. Ich kotze. Ich bin so ein Trottel. Ach, zu Wasser können wir auch. Und da ist auch ein Jinjo, das weiß ich. Und da ist noch was ganz anderes, Tolles. Aber das müssen wir dann wieder mit Benjo rum. Also als Bär dann. Und ja. Was sind die letzten Jinjos? Hallo, hallo. Wow, noch ein Walross. Nimm das. Aber nimm dich in Acht vor dem stinkenden Scheißbären und dem doofen Kackvogel. Okay. Jetzt geht er auch wirklich rein. Und komisch, dass er so Angst hatte, aber dann nicht in sein Haus reingeht, sondern das mit seinem Arsch versperrt. Na, Kumpel, schaue dich in Wassers Höhle ruhig ein wenig um. So. Was gibt's hier Tolles? Ja, jetzt, wo wir ihn einmal reingelockt haben, können wir jederzeit rein, auch als Bär. Yeah. Na, so haben wir wieder 2 Honigwaben in dieser Welt. Also alle gefunden, die wir wollen. Die es gibt überhaupt, meine ich. Heute habe ich irgendwie so einen komischen Husten. Ich werde bestimmt krank. So ein voll doof. Man muss hier nochmal ins Benjo rein. Warum auch immer. Man dazu gezwungen wird sozusagen. Um den Jinjo zu holen. Aber das ist auch nicht schlimm. Denn wir müssen hier sowieso nochmal vorbeikommen. So. Und jetzt fahren wir Schlitten. Schlitten, Schlitten, Schlitten. Uns fehlt immer noch ein... Ach, kacke, hier ist ja gar nicht. Ach, Mann. Ach, Mann. Da müssen wir hin. Oh. Da. Wo ist ein Jinjo? Einer fehlt uns doch noch. 2 fehlen uns noch. Wo sind die? Also, ich zähle jetzt den aus Wasas Höhle nicht mit. Hä? Wo? Habe ich auf dem Schneemann was vergessen? Kann ich mir gut vorstellen, dass da noch einer ist irgendwo. Ich guck dann nachher mal. Ich fliege noch ein bisschen rum, falls ich genug Federn habe. Aber erstmal endlich. Oh, ich bin den falschen Weg hoch. Oh Mann! Was passiert, wenn ich als Walross da reingehe? Habe ich noch nie ausprobiert. Hallo? Hallo. Die sagt gar nichts zu mir. Ich bin ein Walross. Na gut, dann nicht. Spielverderber. Gott, die heulen ja den ganzen Tag nur wegen Geschenke. Geht's noch?
Ja, es sind Kinder, aber das interessiert mich nicht. Was ist denn so Tolles in diesen Geschenken drin, ey? Also wissen die ja selbst nicht, aber... na egal. Okay, komm. Der Schlitten lebt übrigens, er atmet. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpf auf den Schlitten, Mann. Okay. Super! Jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalomstangen lenken und schneller sein als ich. Alles klar. Jo. Okay, fahren wir um die Wette. Ich glaube, man muss sich hier überhaupt nicht beeilen. Er holt einen zwar ein, aber man kann ihn, glaube ich, irgendwann nochmal einholen. Also gut einholen. Hör auf, mich runterschubsen zu wollen, du Verrückter. Oh, was macht er, wenn man ihn einholt? Ach, so Freak. Ich bin ein Walross, wie auch immer man hier Schlitten fahren kann, wenn die Strecke gerade ist. Oh nein. Ich glaube, er wird noch mega langsam hier irgendwo. Das heißt, selbst also, trotz meines Fehlers kann ich ihn einholen. Oh, mach, mach. Oh. Yeah. Oh. Wow, du bist gut in Form, Kumpel. Respekt. Das hier ist deine Belohnung. Ich suche mir einen schwächeren Gegner. Yeah. Yeah, yeah, yeah. So. Whee. 7. Irgendwas habe ich noch vergessen, glaube ich. Irgendwas habe ich einfach vergessen, was es hier noch gibt. Weil eine Sache fehlt uns. Oh, den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Eine Sache gibt es hier. Also ein... Nee, gar nicht. Die Geschenke sind das Puzzleteil, was ich gerade nicht im Kopf hatte. Das erklärt immer noch nicht, wo der Jinjo ist. Moment. Also, Jinjo Orange ist bei Walross. Ja, das war's. Mehr weiß ich auch nicht. Bestimmt noch irgendwie hinter Häusern oder so. Ich guck dann, ich muss dann gucken, ey. So, ich verwandle mich jetzt erstmal zurück. Ich glaube, das war's mit dem Walross. Mit dem müssen wir nie wieder etwas machen. Ja. So. Verwandle mich zurück, Mumbo. Upada! Okay. Bam, bam. So. Und Boggy sucht jetzt einen schwächeren Gegner. Das sind natürlich wir in Bär. Als Bär. Ich meine, wir sehen ja auch dumm aus. So wie wir in der Wand feststecken. So, da ist einer. So, dann noch beim Walross und dann irgendwie irgendwo noch. Aber wir machen erst das Rennen hier. Hey Kumpel, wie wäre es mit einem Wettrennen? Mit A geht's los, feige Bär und B. Du bist feige, du feiger Bär. Die Spielregeln sind ganz einfach. Flitze zwischen den roten Stangen hindurch und sei schneller als ich. 3, 2, 1, los! Juhu! Irgendwie halten unsere Schuhe unendlich, aber das ist mir scheißegal. Denn ich will nur rennen, 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 rennen. Oh. Ist natürlich auch gefährlich, so schnell zu sein. Das ist klar. Aber hält uns nicht auf, denn ich bin Pro. Oh. Habe ich verloren? Oh. Du bist zu schlecht, das macht keinen Spaß. Alter.
Übertreib gleich, du verrückter Kackbär. Sei nicht so, wir fahren noch ein Rennen, ja? Ja klar, du hast mich gerade voll beleidigt. Ja, komm. Streng dich an, Kleiner. Ich frage mich, welchen Altersunterschied hier wir hier haben, weil er uns Kleiner nennt. Also nicht, dass das ein Alter beschreibt, sondern eher die Größe, was ja stimmt, weil er fett und groß ist. Viel fetter und größer als wir. Aber ich frage mich echt, wie alt Banjo eigentlich ist. Aber wahrscheinlich solche Bärenjahre, die uns eh nicht viel sagen würden. Da. Ist nicht schlimm, dass er uns eingeholt hat. Ist nicht schlimm. Oh hey. Oder ist es schlimm? Ist es schlimm? Es ist schlimm. Okay. Dann ist es halt schlimm. Ja, nochmal. Ey, komm, nochmal. Wir verlieren ja nichts, wenn wir verlieren. Sei nicht so, wir fahren noch ein Rennen. Ja, okay. Machen wir. Ja, ja, komm. Genau, und hierfür, das ist die Quest, die wir brauchen, um also für die Schuhe. So, die Schuhe brauchen wir hierfür. Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Sonst hätte man dieses Rennen nicht machen können. Deswegen habe ich die noch schnell geholt. Ich weiß gar nicht, was wir als Belohnung bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal ein Puzzleteil bekommen. Haben wir schon. Na, dann hätte er uns insgesamt 3 gegeben. Das wäre ja schon ein bisschen merkwürdig. Nein! Los, werd langsamer, du. Blödmann. Er wird echt langsam. Nur wegen eines Sprungs? Wow. Mist, wieder verloren. Nimm dieses zweite Puzzleteil. Wo habe ich nur die Geschenke für die Kleinen verloren? Okay. Dann hat er uns doch 3 Puzzleteile gegeben. Komisch. Naja. Eins hat er gegessen. Trottel. Okay. Moment, dann fehlt uns wirklich noch etwas. Eine Sache fehlt uns dann noch. Erstmal geben wir den einen Jinjo Hong. Hallo, Belästigung. Schon wieder dieser Bär. Nimm den orangefarbenen Nervensiegel und lass den Arm wasser. Oh nein. Okay, so. Irgendwas. Hab ich übersehen. Ich überlege gerade. Kann man in dein Haus rein? Oder? Ne, Moment. Hab ich schon wieder die Geschenke vergessen? Wie viele Puzzleteile haben wir? 20. nee, doch nicht. Ach so, ja. Die Jinjos geben mir auch noch ein Puzzleteil, das habe ich vergessen. Okay, dann fehlt uns aber wirklich nur noch ein Jinjo. Ich gehe mal rum und horche. Ich kann mir vorstellen, dass ich auf den Schneemann einen vergessen habe oder so. Oder war da einer? Ich versuche gerade hinzuhören. Aber ehrlich gesagt höre ich gar nichts. Oh. Yay! Ich musste irgendwo auf dem Schneemann, weil wir da gar keinen gefunden haben. Muss ja irgendwo sein. Okay. Cool. Ich würde sagen, dann fliegen wir doch noch mal eine Runde und
fliegen zum Haus. Um dann direkt. Ne, Moment, wo war die Flugplatte? Die war einen weiter oben. Auf der Nase, nicht auf seinem Ding. So. Hui. Nein. Super. Läuft doch alles. Oh mein Gott. Super. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Und. Wusch. Okay. Lol. Da, genau da will ich hin. Ich bin der der Schneemann, ja. Ich bin der Dings. Weihnachtsmann. Hallo. Oh, da ist ja Boggy. Hallo Boggy, na du. Wow, danke, brauner Scheißbär, du. Diese fette Wettrennerei war so anstrengend. Kümmerst du dich um die Geschenke für meine Kleine? Was für ein Vater bist du denn, ey? Oh. Die Kleinen sind heute so anstrengend. Boggy braucht etwas Schlaf. Yippie, jetzt sind wir alle glücklich. Das ist für dich. Ja, jetzt alle glücklich. Yeah. Du Penner, wortwörtlich. Was habt ihr überhaupt für ein Haus hier, ey? Du schläfst jetzt. Oha. Ihr sind nicht mal bettenfähig. Hat einer von euch ein Bett bekommen oder so? Das wäre doch schön. Ja gut, ihr seid Eisbären. Wahrscheinlich braucht ihr wirklich nur so einen Eisstuhl zum Schlafen. So, wir haben alles. Ich guck lieber nochmal, bevor ich hier rausrenne. So, 100 von 100 Dings, Noten. 10 von 10 und 2 von 2. Ja, wir haben alles. Und wir sind nur einmal gestorben. Nein, sind wir gar nicht. Aber einmal fast. So, tschüss. Die Bestleistung dieser Welt ist nur 100 Noten. Wie Tölpel lauft ihr hier herum? Ihr seid so schwach und auch noch dumm. Nein, sind wir nicht, du blöde Grundhulder. Nein. Ja. Ich versuch. Da war ich wohl fast falsch. Hier muss ich hin. Hier war ja der Schädel. Hier. Ah, nein. Kann ich das abbrechen? Hm. Irgendwie kann ich. Ach, mit B. Okay. Also, versuchen wir unser Glück und. Und das Ding. Oh, schon verkackt. Es ist auf die Sekunde, glaube ich, genau. Ja. Probieren wir das so lange, bis wir es schaffen. Der Part ist zwar schon vorbei, aber egal. Hier ist ein Schneemann aufgetaucht. Was soll das? Nein, es kommt ja immer ein Gegner, wenn man eine Welt betritt. Ach komm, danke. Aber war der gerade nicht da? Wieso hat er eben nicht auf mich geschossen? Warum nicht? Yeah, lauf. Schon wieder verkackt. Komm gleich hier bleiben, ey. Vielleicht sollte ich die Kamera versuchen zu drehen oder so. Ist halt ganz witzig, wir brauchen. Also ihr wisst ja, wir haben eine da oben Puzzleteil erscheinen lassen im Adventskalender. Und mit der Flugplatte wollen wir halt den Adventskalender erreichen. Ja, das war gut. Das war nicht so gut. Weil ich gesprungen bin, blieb ich weiter auf dem, als auf Kazooie drauf. Hey, das war ein Ruf. Oh.
Los, jetzt schaffe ich's doch mal, das wäre doch super. Voll nett von mir. Okay. Und jetzt können wir da oben lang. Und bloß nicht irgendwie auf den Boden aufkommen. Weil sonst. Yay! Okay. Und damit beende ich auch den Part. Jetzt ist das so schön abgeschlossen. Wir können im nächsten Part zur Wüste gehen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.